Ich bin ready, komm. Komm, Spiel. Erschreck mich. Bring mich um vor Angst. Mach, was du willst. Ich bin ready. Oh, shit. Huh. Okay, okay, lassen wir es lieber. Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zurück zu In Sound Mind, der fünften Folge. Nein, jetzt schon der sechsten Folge. Hier sind wir stehen geblieben, hier machen wir jetzt auch weiter. Genau. So, ich muss jetzt einmal checken. An Munition haben wir natürlich nichts mehr. Das heißt, wir müssen uns mit der Scherbe erstmal hier vergnügen. War das... Ach, guck mal hier. Das können wir auch noch aufmachen. Oh, fuck. Es wird schwer. Ist vielleicht hier irgendetwas... Ich glaube aber nicht. Weil hier waren wir eigentlich schon. Deswegen kann hier eigentlich gar nichts mehr sein. Das müssen wir wohl irgendwie zerschießen. Ha! Leichter gesagt als getan. Okay. Und. Fuck you. Wie soll ich denn. Oh fuck. Das kriege ich nicht hin. Okay. Bam. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal zerschossen. Ich weiß nicht, wohin uns diese Tür jetzt führt. Das werden wir aber sehen. Bin sehr gespannt. Unser neues Areal... Alans Haus? Wer ist Alan? Vielleicht ist Alan auch ein Patient von uns. Konnte ich nicht hier mit irgendwas entdecken gerade? Ist Alan vielleicht ein anderer Patient von uns? Oh. I don't want to move forward. Okay, da können wir nicht lang gehen. Warum auch immer. Aber anscheinend ist Alan ein Patient von uns. Also wer soll es sonst sein? Wir haben auf jeden Fall sein Tape. Meinte, ich soll schreiben. Also schreibe ich. Eigentlich würde ich lieber irgendjemanden anschreien. Heute meinte eine Frau am Leuchtturm zu ihrem hirnlosen, achso, Muskelpaket von einem Freund. Ich hätte sie schief angeguckt. Also hatte mir in den Bauch geboxt. Ich wünschte, ich könnte beide einfach im Boden verscharren. Ich bin so sauer, dass ich rot sehe. Okay. Also hier... Können wir noch irgendwas? Okay, nee. Ich verschwende nicht noch mehr Kugeln. Okay, hier ist niemand. Is anybody even out there? Scheint nicht. Okay. Wir haben auf jeden Fall sein Tape. Und werden dann... Ich habe mich jetzt voll erschrocken, dass das irgendwie hingefallen ist. Und werden dann gucken, wo uns das hinführt. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Wo müssen wir lang? Ach so, gerade... Ah. Hier links. Cool, komm. Wir haben ja noch ein bisschen Munition, dann kann ich das hier auch einmal explodieren lassen. Ich hab Munition. Super. Okay. Kann ich nicht lang. Okay, das heißt, dann gehen wir jetzt wieder ganz nach oben zu meinem Büro. Oder zu unserem Büro. Ihr seid ja auch ein Teil des Spiels. Und dann schauen wir uns, was es in diesem Tape so gibt. Ja.
Wir haben wieder einen neuen Patienten. Och, nicht schon wieder, ey. Der Typ wieder. Ah, Alan Shore, the One-Man-Freak-Show. Who made all your other patients seem well-adjusted by comparison. From the first moment he stepped into your office, you knew he was doomed. Have fun. Okay. Ich weiß nichts davon. Also, ich ist ja klar, dass ich es nicht weiß. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Okay. Weil anscheinend ist dieser Alan wohl ein ziemlich krasse Person. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich einmal kurz was ausprobieren, da wir ja jetzt wieder schön Muni haben. Weil hier sind so Dinger. Können wir die kaputt schießen? Some sort of an electrical gizmo. Okay. Also gut, damit können wir anscheinend woanders mit interagieren. Schade. Dann gehen wir in unser Büro, spielen das Ding ab. Und is there a link between Virginia and Alan? I wouldn't rule it out. I guess I'm about to find out. Be careful, Desmond. So könnte es eine Verbindung zwischen Virginia und Alan geben. Ich bin gespannt, ob es sie tatsächlich gibt. Once more onto the breach. Come back alive, please. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir die Story von Alan. Ich liebe dieses Ding. Diese Zeitkapsel. Falls man es Zeitkapsel nennen kann. Okay. Story von Alan. Ich bin gespannt. Hoffentlich nichts mit dem Homermarkt. Weil ich habe die Schnauze voll von diesem scheiß Einkaufsladen. Oh, what? Na, super. Ah, das kann ja jetzt eigentlich nur gruselig werden. Gut, das sieht auch gruselig aus, tatsächlich. Okay, Mr. Shore, tape's running. Thank you for agreeing to be recorded. Oh, should I just start talking? What do you want to know? What made you decide to seek counseling? Ah, man, Doc, it's just weird. As in, I feel weird, like I'm weird all the time, you know? I'm not saying this right. People think I'm weird, and it's cool I am, but I shouldn't feel weird, right? Okay. Sagt uns bis jetzt noch nichts, aber das werden wir beim nächsten Tape auf jeden Fall erfahren. Oh, diese Umgebungen sehen immer so cool aus, ne? Oh, dann ist wieder diese große Kassette. How exactly do you feel weird? Off? Odd? Slightly tilted? I've had these nightmares. Ever since I can remember, I've always had these horrific dreams I can't explain. And they recur. Man, like there are themes in them that keep coming back. And honestly, Doc, it's been such a constant that I shape my life around them, you know? Okay, wir haben, also, ach, wir, Entschuldigung. Er hat also irgendwelche Albträume. Sicher, sicher, oder? Diese Albträume, wie er sagt, passt er an sein Leben an. Also das heißt, beispielsweise, ist jetzt nicht so, aber beispielsweise, wenn er träumt, jemanden umzubringen, dann hat er Interesse daran im wahren Leben, also in der Realität. Vielleicht so ungefähr. Have you ever seen anyone about these recurring nightmares? Like a shrink, like you? No. Honestly. For the longest time, I thought it was normal life to wake up sweating, to see things in the dark, frightful things. Oh, okay, ich glaube, dann mehr ist es auf paranormale Ebene. Also, er träumt, dass er Geister sieht und sieht sie dann in echt. So ungefähr. Klingt bis jetzt schräg.
Ich bin gespannt. Ah, das ist. Das ist so cool, ne? Das ist wirklich so cool vom Aufbau her. Richtig faszinierend ist das. Oh, geil. What is it that frightens you, Alan? See, that's the thing I don't get. My whole life I could feel the presence of shadows. I could hear sorrow in the dark. It's poetic, man, I know. I got so used to being paralyzed by dread that I began to like it. And people notice, you know, I say weird stuff sometimes, I guess. At some point, I just decided to live comfortably in this reality, maintaining a beacon of light over a sea of darkness, alone and afraid. But I'd be lying if I didn't admit that it was being swallowed by darkness or sinking in the depths. It makes me feel alive, man. It's electric. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen weird. Also, oh Gott. Gott sei Dank war ich in meinem vorherigen Leben vor meiner Karriere als Psychodoc Extremleistungssportler. Nee, okay, er sagt Schattengestalten. Ist für mich schon wieder sau beunruhigend. Ich hasse Schattengestalten. Das ist in Videospielen ganz gruselig und sau schlimm. Aber ich hatte damals, ihr kennt ja so ein bisschen so meine Stories, aber Sachen, die ich erzähle, die mir halt wirklich mal passiert sind aufgrund dieser paranormalen Sachen. Ich habe früher halt auch für eine Zeit lang, so da war ich in meiner Pubertät ungefähr, habe ich auch Schatten gesehen. So. Und ich dachte halt tatsächlich, das wäre irgendwie, weiß nicht, nicht real. Aber es war so... Oh, super, wir sind immer noch in diesem schrecklichen Ort. Aber es war irgendwie so unrealistisch, dass es wieder realistisch war. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe diese Sachen tatsächlich gesehen. Heute weiß ich nicht mehr, ob es wirklich so war, dass ich es gesehen habe, oder ob es vielleicht Einbildung war. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aber, Mr. Privatdetektiv. Was meinst du, steckt hinter all dem? Bigfoot, Aliens, große, böse... Oh, warte mal. Bin etwas kritischen Situation, würde ich jetzt mal... Warte. Oh, shit. Also... Oh nein, wir sehen gleich safe irgendwelche gruseligen Sachen, oder? Oh, da hinten leuchtet schon so ein komisches Licht auf, ne? Oh Gott. Ich bin ready. Ich bin ready, komm. Komm, Spiel. Erschreck mich. Bring mich um vor Angst. Mach, was du willst. Ich bin ready. Oh, shit. Huh. Okay, okay, lassen wir es lieber. Ganz kurz zum Spiel, meine Lieben. Ich finde dieses... Ich finde dieses Spiel so unglaublich fantastisch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist gleichzeitig so wunderschön und so beängstigend. Oh, das Licht ist viel zu hell. Safe platzt gleich irgendwas. Die Glühbirne. Ist sie vielleicht von Leuten? Das Licht. Wow! What the fuck? Was ist das? Und was soll ich reparieren? Leuchtturm? Licht? Oder was? Warte mal. Das ist der Leuchtturm. Okay, wo kommen wir hier hin? Icaruswald. Okay, wir gehen einfach hier lang. Wow! Ne, warte mal. Ich hab mich erschrocken. Holy shit. Oh Gott, das fängt schon mal saugut an, ey. Es kann nur dieser Typ sein. In Greek mythology. Icarus flies too close to the sun and it kills him. I'll spare you the analogy. In our story, you're going to bring the sun to Alan, and the both of you will burn.
Das klingt sehr unberuhigend. Das ist. Okay, hier sind vier. Ich muss einmal kurz gucken. Weil irgendwo muss ja. Ja, und hier ist der Leuchtturm. Das heißt, wir müssen diese ganze Strecke runtergelaufen. Können wir mit dem Auto fahren? Nein. Okay. Dann nehme ich Batterien und Munition. Munition können wir bestimmt jetzt gut gebrauchen. So das Gefühl, gleich wird irgendwas ganz Schlimmes passieren. Ich weiß nicht, aber irgendwie scheint es mir auch so, als... Oh, es war ein kleiner Unfall. Als dürfte dieses rote Licht uns... Ach, ich habe keine Ahnung. Wir schießen jetzt erstmal ein bisschen rum. Darf uns anscheinend. Oh. Oh, oh, oh. Nicht berühren. Ah, fuck. Scheiße. Es ist schwieriger, als ich dachte. Ich habe auch nicht mehr viel Leben, ne? Oh, shit. As he climbed higher and higher in the sky, do you think Icarus contemplated how weird a person he was? Why can't he just be normal? His parents pushed him to be a lawyer, to be a doctor, like your parents did. Junge, der Typ macht mich aggressiv. Warum ist er denn so blöd? It's blocked from the other side. Warte mal, komme ich da irgendwie rein? Oh ja. Oh Gott, das war knapp. Okay. Noch mehr Munition. Komme ich da nicht rein? Hier komme ich wohl.
mal muss ich hier lang. Gott. Ich habe echt gar nicht mehr viel Leben, ne? Ich werde einfach schön hier an der Wand laufen, damit uns das Ding so gut wie gar nicht erwischen kann. Was ist hier passiert? Was ist das für eine komische Flüssigkeit? Die kennen wir auf jeden Fall auch schon aus dem, woher kennen wir die? Kommt mir bekannt vor. Nicht wirklich viel informativ. Oh, er ist schon ein bisschen alt. 891, mein Gott. Ist mein zweiter Name, was ist los? Jetzt komme ich da jetzt nicht rein. I don't want to move forward. Okay. Wie kommen wir da jetzt rein? Da gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Kann ich hier lang? Oh, geil. 35. Besser als 25. Munition kann ich immer gebrauchen. Finde ich gut. Aber irgendwie kann ich nicht dort lang. Einfach rennen. Ich weiß nicht, wo lang, aber einfach rennen. Ah, ah. Ah. Oh no. 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 So. Was? Was laberst du? Oh Gott, ich kann nicht. Hallo. Weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Oh,
Okay, das ist sau crazy. Ich habe keine Munition mehr? Okay, denk nach, was jetzt? Oh, oh. Ich kann doch hier nicht so durch. Okay, gibt's hier nicht irgendwo was, klang kann? Oh, oh, echt, das habe ich jetzt erst gesehen. Oh, was? Yo, geil, super. Ey. No, no. Fuck. Alles klar. Meine Lieben, ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir sind bei einem neuen Patienten angekommen und namens Alan. Und anscheinend hat er böse, böse Träume, die auch für uns nun gerade Realität werden. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht es aus und bis demnächst. Tschüss.